bist ein scharfer Schütze. Hoffe, wir sehen uns bald wieder. Er hat's Maul gehalten. Darauf kannst du entlassen. Und 40 Dollar. Banditenfahrzeuge für Sally. Alles klar. So, jetzt aber. In der Totenstadt, ja, da waren wir. Shini. Hallo Shini. Shini hat nichts zu sagen. Dann gehen wir zum Händlerlein und gucken, ob wir das ein bisschen ausrüsten können. Möchten Sie sich hier ein wenig umsehen? Selbstverständlich. Möchten Sie handeln? Selbstverständlich. SG-Stabilisator wäre, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Was ist das denn? Sammelkarte, Krake, Alter, die ist Tausender, großer Mutant und Waldo. So, das brauchen wir nicht. AMG, Laser-Zielvorrichtung, ein militärischer Laserpointer für dein Maschinengewehr. Das haben wir zufällig. Konzentrator, Streuung und Stabilisator. Das wäre eigentlich mal ganz sinnvoll. Wir brauchen erstmal Muni. Und zwar für die Sturmschrotflinte. Und zwar ein bisschen mehr. Das geht ja weg wie nix hier. Davon haben wir noch 7 Scharfschütze. Von denen wir noch welche. Elektrobolzen haben wir noch 9. AV-2X Munition, Vollstrecke Munition mit Pulsladung, sehr effektiv gegen gepanzerte Feinde. Davon nehmen wir einmal welche mit. MG Munition habe ich 440, sollte erstmal reichen. Davon haben wir auch erstmal was. Doppelter Wumms gegen gepanzerte Feinde. Davon haben wir auch genug. Pistole brauchen wir eigentlich erstmal nicht. Nehmen wir auch ein bisschen was mit. Splitter Munition. Geht noch. Fat Boys haben wir auch genug. Schrot, Scharfschütze, alles klar. So, Komponenten. Bauplan für Fat Mamas. Für Dynamitbolzen. Oh, nice. Wachroboter. Selbstschussanlage. Damit kannst du einen verbesserten Wachroboter bauen, den schnellsten, schießwütigsten und spinnenähnlichsten Roboter nach der Apokalypse. Wäre ja mal gar nicht so verkehrt, ne? Kleiner Akku. Haben wir 14 Stück. Kannst du eine Selbstschussanlage bauen, die auf alles schießt, was sich in ihrem Sichtfeld befindet. Das wäre auch mal ganz sinnvoll, aber ein Wachroboter steuere ich ihn dann selber? Gute Frage, nächste Frage. Das sind nur Komponenten, was ist das? Feldtrieb-Energiezelle. Rezept unbekannt, alles klar. Munitionspaket, haben wir auch noch kein Rezept. Geschützrohr, okay. Ausrüstung. Hier gibt es momentan kein Upgrade mehr für uns. Das müssen wir uns entscheiden, ne? Nehmen wir ein Rezept für Fat Mamas. Damit kannst du Fat Mamas bauen, die genauso wehtun wie Fat Boys, aber weiter fliegen, bis sie auf eine Wand treffen. Rezepte wären eigentlich sinnvoll, ne? Dynamitbolzen. Für heimliche Angriffe, die mit einem Knall enden. Ja gut, heimliches Vorgehen ist hier ein bisschen schwierig, ne? Weil die sind meistens immer, stehen die ja da zu zweit oder zu dritt irgendwo rum, also. Die hier finde ich eigentlich ganz sinnvoll. Fürs Auto sind wir erstmal ausgerüstet. Oder halt ein SG-Stabilisator. Ich nehme den. Dann zittert das Ding nicht mehr so durch die Gegend. Den Rest, würde ich sagen, geben wir für Muni aus. Vorzugsweise Schrot. So. Und dann noch einmal da und dann sind wir wieder auf dem Weg. Eine Freude, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Immer wieder gerne. So, dann gehen wir mal zum Bürgermeister. Da wird nämlich einer den Meister. Gibt es hier Neues? Eskorte für die Karawane. Die Ausrüstung kann übers Ödler nach Gunbarrel gebracht werden. Der gefährlichste Teil der Reise nach Gunbarrel ist das Gebiet direkt vor Wellspring. Ein Scharfschütze muss den Stackern gehen, damit es die Karawane durch das Gebiet schafft. Wenn du den Job annimmst, geht es sofort los. Alles klar, warte. Ich speichere einmal und dann nehmen wir den Job an. Scharfschütze, okay. Dann wollen wir mal gucken. Mal gucken, was wir dafür kriegen. Bringen. Achso. Ich weiß nicht mal gegen wen. Ich sehe keine Feinde. Ruckelt nur ein bisschen hier.
höre was. Toll, lad doch mal noch ein bisschen langsamer nach. Ja, das wird ja im Leben nix, Alter. Mist. So, weiter vorne. Zack, zack. Ihr seid fast tot. Das wird nichts. Ich glaube, das müssen wir nochmal machen. Hier unten kann ich gar nichts beschützen. Alter, es ruckelt hier oben wie Sau. Wo sind die denn? Ach, da oben auch noch. Ja, in dem Moment, wo ich schieße, müssen wir auch noch vor Bombenmodus beschützen. Hopp, da. Da hinten irgendwo. Da war das. Boah, krass. Das war nice. Hat doch gut geklappt, tatsächlich. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Puh. Mal gucken, was gibt's denn dafür? Nichts anscheinend. Das nicht viel. Sondern eher schade. Achso, ich kann ja keine Waffen auswählen. Jetzt muss ich mal gucken, wie viel Munition wir noch haben. Für das Scharfschützen-Moped. 17 Schuss, alles klar. Da bleibt also nichts von ab. Wir haben auch noch ein paar andere Aufträge, ne? So, hast du noch was? Moin. Anscheinend nicht. Na, das ist ja nett. Dann gehe ich. Bürger von Wellspring. Hier spricht. Klar, hat gerade noch gepennt. Ach, wieder ein zu weit. So, was haben wir denn noch? Wundersame Heilung. Anzumischen, dass sie heilen kann. Mir fehlen nur noch frische Nachtblüten und sie wachsen nur in Crazy Joes Sumpf. Kannst du mir eine Nachtblüte bringen? Wenn du mir die Nachtblüte bringst, gebe ich dir mein Spezialrezept. Crazy Joes Sumpf. Fahre rüber zu Helgas Siedlung. Ich lebe westlich von Red Spring. Wer Interesse hat, kann gerne bei mir vorbeikommen. Keine Angst vor Banditen haben. Gestohlene Waren. Fahre wieder zur Wasted Werkstatt. Haben meinen Schnaps geklaut. Die sollen sie teuer bezahlen. Ah, vor allem, da steht auch schon, fahre wieder zur Wasted Werkstatt, ne? Der Vermisste. Zum Ghost-Unterschlumpf. Oh, Unterschlumpf? Achtung, Bürger und Besucher. Ein Mitglied zum Ghost-Unterschlumpf. Meister, wie ich leider bemerken musste, hält sich nicht jeder an unsere Müllverordnung. Ja, ja. Kannst du mal am Arsch legen mit deiner Müllverordnung. So, wir haben nicht viel. Wie viel Geld hätten wir denn? 200 haben wir. 14 Raketen. Wir haben auch nur den Caprino-Moment. Der ist Klasse 2. Also es gibt noch zwei weitere Fahrzeuge. Nee, wir wollen raus mit dem Moped. Und dann wieder nach Norden zu Captain Hyopai. Zum 36. Mal jetzt. Das läuft ja mal besser hier. Feldritenorkan. Es fallen Feldriten-Meteore vom Himmel. Versuch sie alle aufzusammeln, bevor die Zeit abläuft.
gesammelt. Okay. Das ist neu. Kleiner Sprung. Mhm. Fünf, sechs, und sieben. Ich weiß gar nicht, was es soll. Fertig. Sieben verglüht. Okay. Höllenfeuer. Nein, das war schon wieder falsch. Ich wollte doch Raketen. Aua. Nein, 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 aua. Alter, entwickel mal Hemmung, Junge. Ziemlich wohl im Ruhe. Wo ist er? Mine. Also diese Markierungen, diese Fliegenden, das sind Sprünge also. Alles klar. Da kann ich nicht um. Hier auch. Nee, wie soll denn der funktionieren? Was passiert, wenn ich auf so ein Ding raufschieße? Ich speichere mal. Warum habe ich jetzt das Scharfschützen wieder ausgerüstet? Ah, okay. Die sind gesaved. So. Ja, dann gehen wir wieder zu dem Quasimodo. Quasie. Quasie ist der Bruder von Visier. Ich glaube, über seinen Namen habe ich schon mal einen Witz gemacht, ne? Ich erinnere mich dunkel. Hallo, Kollege. Hey. Sei gegrüßt, mein Freund. Ja, mein Freund. Und jetzt wollen wir uns dein Mitbringsel mal ansehen. Ja. 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 Ach so. Hier. Jetzt lass mich schon sehen. Ja, ah, interessant. Das muss man sagen. Wirklich brillant. Die Banditen haben eine Menge dazugelernt. Hm, was ist das? Warte mal. Ich glaube, ich könnte... Moment. Lass mich mal was probieren. Hm. Ah, sieh mal einen Rahmen. Das ist doch was. Ah ja, sieh an. Du hast mir da tatsächlich etwas äußerst Interessantes und sehr Mächtiges mitgebracht. Ich habe Tag und Nacht an einer neuen Waffe für den Widerstand gearbeitet. Eine Waffe, die selbst die Regierung das Fürchten lehren wird. Ich hatte bereits einige Erfolge bei der Injektion einfacher Nanotritketten in eine Versuchsperson, die deren direkte Kontrolle erlaubte. Allerdings nur für sehr begrenzte Zeit. Und es besteht die Gefahr, dass es zu einer Nanotritenüberladung kommt und die Person einfach explodiert. Blutig und kurzlebig, aber trotzdem in seinen Parametern ziemlich beeindruckend, wirklich. Aber dieses Gift, welches du mir dankenswerterweise zur genaueren Untersuchung vorlegst,
ist genau das, was ich zur Fertigstellung der Formel benötige. Warte mal einen klitzekleinen Moment. Okay. Ah ja, das ist es. Perfekt, einfach perfekt. Also, lass mich dir die Sache nur noch kurz einpacken, dann kannst du sie haben. Das ist ein bedeutender Tag für den Widerstand, mein Freund. Mhm. Hier sind sie, ein paar Probeexemplare Hypnosebolzen. Genug, damit der Widerstand sie testen und ausprobieren kann. Dürfte kein Problem sein, die Formel zu replizieren und mehr herzustellen. Und jetzt? Jetzt kommst du ins Spiel, mein Freund. Geh zu meiner Freundin Elizabeth Cadence. Du findest sie in der Wellspring Bar. Bring ihr schnellstmöglich diese Bolzen. Sie steckt in Schwierigkeiten und wird sie brauchen. Hast du das kapiert? Gerade so, ja. Gut. Pass bitte schön auf dich auf. Die Bolzen dürfen auf keinen Fall in die falschen Hände geraten. Mhm. Beeil dich, jede Minute zählt. Finde Elisabeth und gib ihr die Bolzen. Okay. Tschüss, Opa. Das Spiel besteht irgendwie nur aus Hin- und Herfahren, kann das sein? Ich meine, die Ballereien und so, die machen durchaus Laune, wenn die Gegner nicht so viel Munition fressen würden. Das wäre schon enorm. Und irgendwie wird das hier immer schwieriger, durch das Gebiet durchzukommen. Weil die Fahrzeuge, jetzt haben wir da schon so ein Klasse 4 Fahrzeug als Gegner. Das ist auch schon ein ganzer Arsch voll. An Gegnern. Meiner Meinung nach. Hm. Und wir sind immer noch mit dem Klasse 2 Fahrzeug unterwegs. Also irgendwas machen wir verkehrt? Müssen wir mehr Rennen fahren? Gewinnen wir irgendwo noch ein Fahrzeug? Wollen wir noch weiter Rennen fahren? Das ist eine gute Frage, ne? Pass auf, wir machen jetzt mal kurz Reparation. Dum, dum, dum. Alle Linien verkaufen Munition. Ja. Das ist schön. Und dann gehen wir wieder raus und machen ein paar Nebenaufträge. So, reparieren. Jo. Dankeschön. Mit dem Jetter haben wir noch gar nichts gemacht. Mit dem Dünjäger haben wir immerhin 10 Kills. Und mit dem Caprino haben wir... Jo. Dann verlassen wir jetzt. Rauch, rück, ins Erdland. Und dann machen wir ein bisschen was von dem Anschlagbrett jetzt. Wir müssen ja wieder hier hin und da hin und hin und her hin und hast du nicht gesehen hin. Und zwar, Crazy Joe's Sumpf. Können wir mal gucken, was soll passieren. Außer, dass wir drauf gehen. So. Wir schießen. Ich fahre hier rundherum. Ach so, alles klar. Einmal raus. Ich weiß nicht mal, was mich hier erwartet. Ich höre Musik. Und ich sehe Bandagen. Wasserreiniger. Bandagen. Muss ich jetzt rein? Da ist so ein Ding. Aber das wird nicht gut enden. Mhm.
Das war jetzt leicht. Warte. Ich sag das so meinem Jugendlichen Leichtsinn, das war jetzt leicht. Hier geht's ja noch weiter, ne? Hier sieht es sehr kraterhaft aus. Wo ist denn Crazy Joe? Da unten leuchtet auch noch was. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier sein will. Ich weiß noch nicht, was die bringen. Das sieht nach einem Einschlagkrater aus, auf jeden Fall. Und mehr gibt es hier nicht. Interessant. Irgendwie. Oder auch nicht. Ach, die haben schon abgepflückt. Ja, die leuchtet nicht mehr. Okay. Das war's jetzt. Das war so einfach. Und wohin jetzt damit? Habe ich. Ja, aber wen soll ich den bringen? Ich habe eine Nachtblüte in Crazy Joe's Sumpf gefunden. Hier ist auch noch eine. Die ist aber auch nicht mehr aktiv. Nö. Aha. Die da drüben ist dafür jetzt weg. Muss ich das verstehen? Hier vorne ist auch noch eine. Die leuchtet aber auch nicht. Komisch. Die jetzt kaputt gemacht. Ach, guck mal, das ist ein Haus. Muss ich jetzt erst. Mhm. Hier ruckelt es auch wieder ein bisschen. Hey, was hast du hier zu suchen, hä? Geht gar nichts an. Suchst nach dem alten Joe, was? Nee, ich hab ja nichts Interessantes außer dem, was hier in meinem Sumpf wächst. Nicht bloß stachelige Kakteen, sondern was Besonderes. Kam aus dem Boden, nachdem der Staub vom großen Knall sich gelegt hat. Vielleicht Weltraum oder Mutantenkraut, wen interessiert's? Aber in den richtigen Händen kann man eine Menge damit anfangen. Sogar einen Haufen Kohle verdienen. Du siehst nicht aus wie einer dieser dreckigen Banditen. Du darfst dich umsehen. Vielleicht findest du sogar ein paar Nachtblüten. Aber fall nicht in den Sumpf. Schon einem Mutanten begegnet? Waren mal Menschen wie du und ich. Dann kam der Komet. Und die, die oben bleiben mussten, veränderten sich. Mann, das waren vielleicht Zeiten. Konnten sich wohl nicht rechtzeitig verstecken. Aber in letzter Zeit werden sie immer schlimmer. Die Regierung macht irgendwelche Experimente mit ihnen. Sie werden größer und gefährlicher. Pass bloß auf, wenn du einen Mutanten siehst, verdufte! Worte sind zwecklos. Würde dich in der Luft zerreißen. Schönes Shirt hast du da an. Du und drei. Die Regierung? Ein Haufen Gauner, der denkt, er hätte ihr im Ödland das Sagen. Schubsen die Leute hier ganz schön rum. Aber mit dem alten Joe legen sie sich nichts an. Oh nein, war schon lange vor der Regierung hier und werde auch noch lange nach ihr da sein. Wahrscheinlich sogar länger als du. So, jetzt verschwinde. Ich habe noch eine Menge zu erledigen. Habt ihr nichts mehr zu sagen? Mach dich vom Acker. Alles klar, ich trinke nur noch eben aus. Meine Güte. Mach doch nicht immer so eine Welle. Guck mal, da drüben ist auch noch ein blaues Gebiet. Huch. Ich wollte gerade B irgendwie raus aus dem Gespräch oder so.